Kavusch, willkommen zurück zu einer neuen Folge Freitag der 13. mit einem Mann, der mit dem guten Dalsensalz die Kinder anlocken will. Dalsen? Das gute Dalsensalz. Mannsalz, ich verkaufe jetzt immer Mannsalz. Direkt vom Kragen lecken, ne? Direkt vom Kragen. Mannsalz vom Kragen, das ist gutes Zeug. Verkauft sich hier unter der Brücke auf der Gamescom hinten ganz gut. Das war immer so ein Umschlagplatz, ne? Ja. Die Brücke. Da habe ich witzigerweise wirklich mal Drogen gefunden. Gefunden, ja, nicht schlecht. Ja, wirklich, die lagen da rum. Auf dem Boden, Alter. Auf dem Boden lag ein Tütchen. Du hast sie genommen dann so. Nee, aber die lagen da rum. Ich werde die jetzt aus dem Verkehr ziehen durch meine Nase. Ich werde die Jugend schützen, indem ich das aus dem Verkehr ziehe durch meine Nase. Jugend schnorcht. Aber wirklich, lag da rum. Oh Mann, die Gamescom-Brücke. Da war ich aber auch noch nicht... Berühmt. Was heißt berühmt? Aber du weißt, was ich meine. Ey, Alter, ich hab die Schiffsschraube. Ich hab die Schraube und ich weiß, wo Le Bött ist. Und da hatte ich gerade... Da hatte ich gerade so Catherine und Azuroth Wrath und so gespielt. Da hatte ich vielleicht... Da hat die Lizenz aber reingekickt bei Azura, ne? Ja, im Nachhinein ja. Auch bei Max Payne 3, Alter. Da ging's auch im Nachhinein gut los mit Copyright Claims. Ey, du... Ich hab Abo-Schraube, wenn du jetzt noch Benzin Aschrobe, ich hab kein Benzin. Wenn du jetzt aber noch Benzin gefunat. Benzin. Benzin gefunat. Benzin gefunat habe ich aber nicht. Da, Springwater, wenn ich da runter, dann müsste ich da lang, vielleicht in die Richtung. Ist der hier bei mir? Ich hab irgendwie auf einmal So ein Jason-Nacken. Alter, er ist hier am Boot. Am Boot? Hans Nacken legt er mir hin, oder was? Hans Nacken, ja, keine Ahnung. Macht irgendwie so Sightseeing oder sowas. Hans Nacken. Er portet sich direkt zu mir. Shit. Hans Nacken ist mein Name. Als wir wohl, du heißt so Hans Nacken. Mein Name ist Joseph Turtleneck. Joseph Turtleneck. Ja, er hat hier eine Bärenfalle hingelegt. Beim Boot. Aber kein Problem. Uff. Boot ist repariert. Jetzt noch Sprit. Ist er plötzlich neben mir? Alter. Hä, Moment. Ah, ich dachte, Jarvis ist schon wieder hier. Kommt da so ein sportlicher Athlet mit einer Flinte. Ich habe zwei Cracker in der Hose. Verflucht seist du, Hans Nacken. Alter, das war eben gerade Creeps of the Hill. Creeps of the Hill. Nacken, Hans. Wer weiß, wie man den Nacken grapscht. Dein Sprit. Hans Nacken! Er holt sich Messer, Lies. Da liegt ein Schlüssel in der Hütte. Hüttenschlüssel. Close to the boat, ja. Boah, der hat hier so... Hier rennt einer zum Boot mit Sprit. Passt da nur zwei rein? Ist in die Falle getreten. No. Da passen aber nur zwei Leute rein. Kannst du Sprit hier irgendwie hinschmeißen? Ich mach dann... Achtung, er will dich. Ich dachte, die mit dem Schläger hilft. Oh no! Wow! Wow. Was ist hier? Ich bin unter dem... Ich bin ins Wasser gefallen. Du musst davon dolfen. Achtung, ist der Cracker. Wo ist der Sprit? Da hinten. Nein, hab nicht. Jetzt musst du ran. Jetzt musst du abledern. Ich bin tot. Ich bin aber in der Animation. Schnell abledern. Oh, Alter, das ist ein richtig grausamer Kill. Jetzt musst du aber schnell... Wie kann das sein, dass... Oh, nee. Hast du ein Messer? Nee. Wunderbar, ich zappel wie so einen alten Fischlachs. Oi. Ich wollte unbedingt mit dem Boot fliehen. Alle liegen da am Steg. Ah, ein bisschen in der Sonne entspannen. Ja, wer da jetzt hinkommt, Jarvis ist schon wieder da. Ey, wie schnell heute der Jarvis da ist, ne? Quick Jarvis DLC. Quick Jade. Ich hab mich aufgelöst.
Und du hängst mit einem Bein. Ah, nee, das bist gar nicht du. Ich bin Rippet Doodle. Oh, der Mann. Ich habe es. Warte, Mann, will an der Boot schnell ran. Denkst du, er will das Boot sich crackadoodeln? Kann er mit dem Boot schnell fahren? Ich weiß nicht. Er ist da im Haus. Alter, Weitschuss-DLC hat er nicht dabei. 700 Meter die Flinte, Alter. Ui, Alter, die hängt ihm direkt in seinem Forehead. Aber richtig in der Ich rieche auf einmal gegrilltes. Oh mein Gott, nein, der läuft seine eigene Falle. Was ist das für ein Drama hier? Riecht ja auch Popcorn. Hier riecht's nach Popcorn. Ich höre den Fluss rauschen. Wir sind in der Wüste. Unten am Bach. Nur noch die drei hier. Meine Nachbachern. Oh, da will jemand, glaube ich, Le Bot. El Bote Catholico will da jemand machen. Le Bot? Le Bot James? Le Bot James. Ich wurde heruntergemacht. Ganz schön sexistisch, oder? Ganz schön, ja. Ich hab die alte gute Kehle. Oh, was macht er denn da? Dr. Jabo. Schon wieder in die Falle getreten. Und das gibt's doch erlebt. Nicht. Ach Gott. Ermordet. Durch Leute, Falle. Geht doch zum Boot. Alter, komm schon. Martermann. Oh, Schlachtfest. Da stapeln sich ja die Teenager, gehören. Ja. Warte, Mann. Zum Boot. Deodiriri. Jetzt knüppeln und ab zum Boot. Jawohl. Guter Plan. Oh, da wäre noch Sprit gewesen in dem Haus. Was macht er denn jetzt mit der Falle? Er will Trapdoor. Trapdoor don't lie. Alter, hast du gesehen, wie er da sich den Bauch eingezogen hat? Ja, Stepdance. Ja, das war's. Er hat gestepdad. Okay, das war ja easy. Die Kids konnten ja gar nichts. Die sind mir quasi in die Schlachtermachete gesprungen. Ja. Du gesturb. Na gut, wir haben auch ein bisschen zu hart Boot gegiert. Ja, das Boot. Aber egal, wenn es fertig. That's my good boy. That's my good boy. Oh, Mama hat einen Reward. Krass, was wird's wohl sein? Milchzahnkette? Eine Fleißlippe, so eine trockene. So eine abgeschnittene, geschälte Lippe. Boah, Alter, Level 98. Eine Schalenlippe. Jemand Wasser ins Ohr bekommen. Tommy Harvest ist Jason? Was? Ist doch ein Knick in der Matrix. Ja. Knick im Genick hat er. Tommy Jason? Tommy Jason Harvest? Jason Vorhaut? Ist ja eigentlich ein verrückter Holländer, den wir hier gerade bekämpfen, ne? Warum ist er direkt bei mir? Warum? Muss irgendwas Wichtiges sein. Ja, noch ist er ja ein Slow Jason. Noch ist er ja einer von den Müden. Dead Buddy hat sich ja nicht direkt selbst umgebracht, oder was? Scheint, klar, weil er den Matrix-Knick nicht verkraftet hat. Oh, ich hab das Yabi-Haus. Dann rufen doch mal an, den alten Ravi. Ich werde den alten Ravi Yavis werde ich jetzt mal anrufen. Wie hieß der nochmal? Schlomo Rosenkranz? Der Einsatzleiter des Rabbi Rabbiner Sonderkommando oder was das da war? Achso, ich weiß auch nicht mehr. Schlomo ist eh der geilste Name. Es ist so ein geiler Name. Ich finde Schlomo mega gut. Ich wünschte, ich würde Schlomo heißen. Ja. Ah, Schlomo. Schlomo ist the name of the game, Alter. Ja,
Ich finde auch noch Chepedaya geil. Weil der Chepedaya heißt. Alter. Da musst du eigentlich einen Schnurrbart haben, so einen mächtigen, ne? Ja, ja. Ah, Mist, ich kann nicht sehen, ob das Benzin schon geholt wurde. Keine Ahnung. An der Farm ich habe jetzt keine Benzin. Karte, aber hier wird es auf jeden Fall geknickknackt. Okay, jemand hat Kids Benzin. Back in. Jemand hat Benzin aufgehoben, aber ich habe keinen Schlüssel. Ich habe ein Messerchen, Pocket Knife. Ein Hot Pocket Knife habe ich in der Hose und... Weißt du, wenn es abends duftet, frisch und lecker, fast schon wie beim Bäcker, dann ist es eine Hot Pocket. Dass es die Dinger nicht mehr gibt. Ich war so süchtig nach Hot Pockets, du. Ich habe mir die reingefegt, ich kam nach Hause und erstmal eine Hot Pocket. Die, diese Billigversion gibt es auch irgendwie auch nicht mehr. Nein, Hot Pockets sind irgendwie global illegal, aus irgendeinem Grund. Letztens hat mir irgendjemand im Twitch-Chat geschrieben, es gäbe wieder das Original Milky Way. Es wird nicht Milky Way heißen, schmeckt aber wohl genauso wie dieses fluffig nach Chemie schmeckende. Weißt du, was ich meine? Das ist das Original Milky Way Brotaufstrich-Zeug. Das war so heftig. Ich habe das intravenös in mich reingejagt. Intravenös, habe ich das? Intravenös. Ja, aber haben wir in der Spatari? Spatari, ich bin schon im Auto. Ich sitze schon, fahren schon. Echt jetzt? Ja. Er könnte mich mitnehmen? Ist Zweisitzer. Ist Zweisitzer, Habibi. Ja, Habibi, geil. Zwei Sitze. Ich glaube, du kommst als Jarvis wieder. Ich weiß ich nicht. Aber dann bin ich offiziell einmal geflohen. Wer als Jarvis stirbt, hat schon einmal gewonnen. Ey, der lässt euch ziehen? Ich glaub schon. Also wir sind ihm einmal ausgewichen jetzt? Nice. Wir sind ihm einmal ausgewichen und zack, waren wir weg. Private Property. Alter, hier. Er steht auch nur da rum. Er weiß nicht, was er machen soll. Ja, er ist ja auch ein Harvest-Spieler. Kommt Kreis wieder? That's the very big question. Weiß nicht, Eismock und ich sind raus. Hier Cobra Kai ist am Start. Ja, aber ich brauche eine Sicherung oder sowas. Ich hab hier nothing. Ich komm wieder, yay! Hab ich doch gewusst. Aber wie kommen wir jetzt hier weg? Forever Jarvis. Naja, es gibt ja noch ein Auto. Boah, Crackerlies. Ich hab Crackerlies und ein Messerli. Ein Stichli und ein Crackli. Hier Sitzer gibt's noch. Aber da ist nichts drin. Nee, der ist Naked Man. Ist denn noch Sprit in der alten Scheune? Nee, alte Scheune haben wir Sprit geholt. Das war der Zweisitzer-Sprit. Zwei Spritz. Ich war dabei, als das Radio erfunden wurde. Und der alte Esel hat immer und immer wieder das Alphabet aufgesagt. Mit A fing er an. Dann folgte logischerweise das B. So geil, ne? Er hat immer und immer wieder das Alphabet aufgesagt. Mit A fing er an. Dann folgte logischerweise das B. Dann kam das C. Überraschterweise gab es damals noch kein D. Es war im Jahre 19 zwickig. Der Kaiser hat uns das von 20 gestohlen. Oder was er da sagt. Damals haben wir uns eine Zwiebel an den Gürtel gebunden. zwickig. Der Kaiser hat uns die 20 gestohlen. Oh, so geil. Der Kaiser. Na, willst du haben, dass hier der König von England ins Wohnzimmer reinmarschiert, nicht rumschikaniert? Willst du das? Willst du das? Nein. Er hat das Licht ausgemacht hier überall. Hier ist nichts los bei mir. Ich sehe keine Batterie, ich sehe keinen Splitzen-Split. Keine Sicherungen. Nee. Haben wir noch eine Mission. Oh, der tötet jetzt doch. Mutter hat ganz kurz im Zimmer rumgebrüllt, hat gesagt: Du müssen machen. Mann. Etwas leiser. Deine Schwester hat Durchfall. Schwester hat richtig Sprühschieß. Schwester hat Sprühgurgelstuhl. Hat zu viel Mate getrunken. Ein Schluck Mate mit Kraut.
Peter, der Laden ist 20 Jahre alt. Ach was, Eiersalat läuft nicht ab. Oh mein Gott, mir ist so schlecht, ich brauche Milch. Weil dann diese total abgelaufene Milch. Boah, das hat mich jetzt gerettet. Auch so geil. Ach was, Eiersalat läuft nicht ab. Oh oh, er ist beim Viersitzer. Er ist oben bei mir. Ja, beim Viersitzer ist da auch nichts los, oder? Nee, nee, er teleportiert sich jetzt zu mir. Ja, er ist right behind me. Er joggt mir quasi hinterher. Aber wo ist das ganze Zeug? Ich weiß nicht, ich suche gerade die Sicherung im Haupthaus, weil hier noch viele Schubladen offen zu waren, aber nichts gefunden. Nur noch wir beide, ne? Da sehe ich einen Schlüssel auf der Map. Aber es ist keine Batterie, kein Tank. Oh, ich habe auch nichts. Ich habe Batterie. Benzin. Siehst du, wo es ist? In dem Haus war noch niemand. Ja gut, aber du bist ja du jetzt mit ihm drin. Ja, ich versuche ihn jetzt wegzulockeln. Sonnenstudio, Jason. Der Braune. Der Braune. Sunburn Jason. Oh, ich hab die Sicherung. Die Sicherung. Die Sicherung oder das Sicherungshaus? Nein, er hat mich eingeklemmt. Oh, das ist mies. Ich hab die Sicherung. Ich weiß nicht, wo das Sicherungshaus ist, aber ich hab die. Ich hab die Sicherung. Und wenn du alleine bist, ist Sicherung ganz schwierig einzubauen und so, ne? Ah, ich bin verkrüppelt. Was? Warum bin ich tot? Oh, Messer hat mich mit Messern totgeworfen. Nachdem, was jetzt los? Nee, alleine kannst du nichts machen. Gegen den joggenden Jason alleine ist schwierig. Aber hier ist Sicherung und Benzin. Aber du musst noch 10 Minuten, 11 Minuten fast überleben. Kannst du voll vergessen. Die einzige Chance ist, mit ihm Frieden zu schließen. Das sind die richtige Ami-Stühle hier. Sonnenstuhl, Jason. Ja, die sind mittlerweile sauteuer. Meine Mutter wollte so einmal zum Geburtstag. Und die kriegst du auch nur... Also in Deutschland findest du sie gar nicht so. Diese 70er-Jahre-Klappstühle von den Amis. Und die kannst du zum Beispiel die im Internet bestellen. Die kommen dann aus Großbritannien. Und so ein Ding kostet einfach mal 1000 Euro plus. So ein scheiß Klappstuhl. Hab ich auch gedacht, was? Für zwei Holzbretter? Kaufst dir einen 2 Meter lange Baumstämme und sägst dir das selbst. Ja, wirklich. Ja? Weil die sind ja total simpel. Na, ich versteck mich einfach hier im Wasser, oder? Ja, klar. Jetzt musst du halt, kannst du hier hinten verstecken an der alten Bababilli-Bucht. Schauen wir mal, ob er mich hier findet. Unten am alten Sackawilly. In der alten Willi-Bucht. Willibald der Buchtige. Schauen wir mal, ob er mich findet. Ja, und dann liest jetzt irgendwas. Was hast du für ein Magazin dabei? Ja, das Willibalds schönste Buchtenmagazin. Da stand hier die Empfehlung. Ja, und da knie ich mich jetzt hin und lese. Der Jarvis, Alter, der hat aber auch, der sieht aus wie die Maske. Also nicht der hier mit Jim Carrey, sondern dieser andere Film mit diesem rothaarig gelockten Typen. Weißt du, was ich meine? So, ja. Mann in der Maske? Nee. Nee, der war so entstellt. Aber hier ist auch irgendwas, die Maske oder so. Außen hässlich, innen schön oder sowas hieß der Film. Wie mein Puppeloch. Wie mein Puppeloch. Puppeloch. Es gibt jetzt eine Resident Evil Serie, ne? Ja. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber Kumpel hat gesagt,
Kann man machen? Nee, Alter, boah, Alt, nee. Weil ich hab ein bisschen angefangen und dachte mir nur so, Alt. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist irgendwie so alles, so ein Teenager-Euphoria-Drama-Gedöns mit Anti-Diskriminierung-Rassismus-Debatte. Albert Wesker ist ja schwarz in der Serie. Ja. Und es ist alles total weird. Als hätte man sich irgendwie einen Haufen Sachen ausgedacht und hätte gedacht, ja, aber was machen wir, um das zu verkaufen? Wie wär's mit Resident Evil? Es ist so... Ey, nee. Also es geht einfach gar nicht. Ich fand schon diesen neuen Resident Evil Film furchtbar. Nee, es hat mir überhaupt gar keine Freude gemacht. Ich fand die Resident Evil Filme generell nicht so. Doch, geil. Der erste mochte ich. Der erste war cool. Wenn sie jetzt irgendwie zum 7. oder zum 8. Teil, könnte ich mir einen Film besser vorstellen. Ey, du kannst allgemein auch zum 2. kannst du eigentlich einen saugeilen Film machen. Bleibst halt der Vorlage ein bisschen treu. Meinst du, er wird mich hier finden? Nö. Wo ist er denn? Siehst du ihn irgendwo? Ich guck mal ein bisschen. Hier ist er nicht. Nee. Weil hier da raus. Weil ich treibst du ihn in den digitalen Wahnsinn und der disconnected. Wie lange muss er noch? Oh, hier ist er bei Camp. Er ist beim Camp und rennt da irgendwie rum. Noch 7 Minuten halt. Noch knallhart 7 Minuten muss jetzt hier den Undercover-Bob machen. Er war eben gerade beim Camp ganz kurz. Ist er beim Haupthaus, beim Higgins. Da steht er jetzt rum, voller Verzweiflung. Voller Verzweiflung. Wo ist der? Jetzt hat er sich geportet. Hä? Ja. Hä? Ist er raus, ne? Nee, oh, ich wurde gekickt, 120 Sekunden überschritten. Was? Was? Man darf sich nicht verstecken? Ja klar, du hast dich nicht bewegt. Na. Du hättest halt die ganze Zeit so ein bisschen danceln müssen. Come home, sweetie. Zwei Dödel, ein Tanz. Du hättest gedancelt. Du hast dich gedancelt. Ja, der hätte mich nicht gefunden. Der hätte dich nicht gefunden. Kreisverkehr wurde gebannt. Für 1 Stunde. Ja, gut. Das war's. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewertung reindrücken. Auf Wiedersehen. Schaut nicht Resident Evil, die Serie auf Netflix. Und tschö.